Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal um die kürzlich erfolgten Beschlüsse der Bundesnetzagentur, die schlussendlich eine Optimierung von Bilanzkreisausgleich als Hintergrund hatten. Dazu hatten wir schon mal in der Vergangenheit ein bisschen was besprochen, als es zum Beispiel um Regelenergie und Ausgleichsenergie ging und ich darüber geredet habe, dass im Juni 2019 wahrscheinlich Marktmanipulationen stattgefunden haben. Und auf dieser Grundlage wurde von der Bundesnetzagentur schon mal vor einer Weile angedeutet, dass sie ein paar Regelungen anpassen möchte, unter anderem zur Bildung des Ausgleichsenergiepreises, aber auch zur Verantwortung der RLM-Energiedaten beim Übertragungsnetzbetreiber. Das war die sogenannte Sofortmaßnahme, die vor einigen Monaten schon mal zustande kam. Die entsprechenden Videos werde ich am Ende dieses Videos mit verlinken, die könnt ihr euch dann nochmal anschauen. Aber jetzt ist es tatsächlich passiert. Und zwar am 11. Dezember 2019 hat die Bundesnetzagentur beschlossen, genau drei Beschlüsse, die sich hier wirklich eklatant auch auf die Energiewirtschaft ausweiten und ausüben. Und ich möchte die euch mal ein bisschen vorstellen. Da das relativ viel fachlicher Kram ist, habe ich mir auch hier auch ein bisschen was mit aufgeschrieben. Deswegen hört ihr im Hintergrund immer mal ein bisschen Papier rascheln, wenn ich hier umblättere. Es sind also drei Beschlüsse und wir fangen mal an mit dem Beschluss BK6-19-212. Ich werde ihr euch natürlich in der Videobeschreibung mit verlinken. In diesem Beschluss geht es um den Bilanzkreissaldo. Der Bilanzkreissaldo sagt ja aus, dass die Energiemengen in einem Netzgebiet ausgeglichen sind. Das heißt, die Einspeisung und der Verbrauch sind ausgeglichen. Der Saldo ist praktisch bei Null. Und hier soll es darum gehen, dass der Ausgleich einfach früher und sicherer stattfindet, als es in der Vergangenheit noch, sagen wir mal, normal war. Es war schon immer wichtig, das zu tun, aber man hatte immer noch so Möglichkeiten, das ein bisschen hin und her zu schieben. Und jetzt gibt es praktisch folgende Aussage. Der Bilanzkreisverantwortliche, das ist also meistens beim Lieferanten, beim Versorger angesiedelt, ist verpflichtet, den Bilanzkreissaldo untertäglich, spätestens 15 Minuten vor dem Erfüllungszeitpunkt, ausgeglichen zu haben. Das heißt, immer 15 Minuten vor jetzt muss der Bilanzkreis ausgeglichen sein. Das macht man, indem man im Zweifel nochmal mit Energiehandel hier ja, Energiemengen hin und her schiebt. Das kann man dadurch zum Beispiel sehr gut machen. Gleichzeitig gibt es die Regelung, dass innerhalb der letzten 15 Minuten, jetzt also sobald diese 15 Minuten trotzdem angebrochen sind, darf ich immer noch unter dem Ausweis des Ausgleiches des Bilanzkreises, also wenn ich nachweise, ich kriege jetzt den Bilanzkreis etwas zu spät ausgeglichen, darf ich immer noch Fahrpläne, also Kraftwerkseinsatz und sowas, ändern. Bis hin zur sogenannten Gate Closure Time. Das ist praktisch der letztmögliche Einsatz eines Fahrplans, einer Fahrplanänderung. Heißt also, innerhalb dieser doch noch letzten 15 Minuten darf ich immer noch eine Änderung einspielen, wenn gleichzeitig der Ausgleich des Bilanzkreissaldos hier ausgewiesen werden kann. Und das berührt allerdings auch nicht die sogenannte regelzoneninterne nachträgliche Fahrplananmeldung. Wenn nämlich dann doch tatsächlich physisch immer noch Energiemengen anders geflossen sind, als man das vorher gedacht hat, dann darf man innerhalb einer Regelzone, also innerhalb von zum Beispiel 50 Hertz oder innerhalb von TenneT oder innerhalb von Amprion oder innerhalb von Transnet BW, das sind die vier Regelzonen, darf ich immer noch Energiemengen hin und her schieben. Das ist auch der sogenannte nicht, doch der Day-After-Handel. Das haben wir im Video zum Energiehandel mal besprochen. Da gibt es die Möglichkeit, auch noch am Tag danach Energiemengen hin und her zu schieben. Das ist hier immer noch möglich. Also zusammengefasst, man ist verpflichtet, 15 Minuten vorher per Intraday-Handel den Bilanzkreis ausgeglichen zu haben. Wenn es jetzt doch noch Abweichung gibt, darf man innerhalb der letzten 15 Minuten bis zur Gate Closure Time immer noch unter dem Beweis des Ausgleichs des Bilanzkreises hier einen Fahrplan anpassen, also den Einsatz von einer Anlage, von einem Kraftwerk anpassen, damit es ausgeglichen wird. Und man darf weiterhin Regelzonen intern im Day-After-Handel ausgleichen, unter praktisch der Prämisse, dass man damit Energiemengen innerhalb der Regelzone hin und her schieben kann und am Ende ist alles schön.
Aber dann ist es trotzdem natürlich nicht ganz in der Sache. Also die 15 Minuten vorher sind der eigentliche Ansatz, den man verfolgen sollte zum Ausgleich der Energiemengen. Und danach gibt es immer trotzdem noch Strafgebühren oder zum Beispiel den Ausgleichsenergiepreis, der dann trotzdem Geld kostet. Das ist also der erste Beschluss, der wirksam ist zum 15. Januar 2020, beziehungsweise zum Start der Intraday-Handelsphase zum 15. Januar. Und das müsste dann schon am Nachmittag des 14. Januars sein, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Das war der erste Beschluss namens BK6-19-212. Dann gibt es einen zweiten Beschluss. Das habt ihr bestimmt gehört. Ich habe das Papier einfach weggeschmissen. Der zweite Beschluss ist BK6-19-217. Und hier geht es um den Ausgleichsenergiepreis. Den habe ich ja gerade schon mal erwähnt und es gibt dazu auch ein eigenes Video. Da habe ich schon mal betont, dass es den REBAP gibt. Das ist der regelzonenübergreifende einheitliche Bilanzausgleichsenergiepreis. Der ist praktisch der Preis, den man bezahlen muss oder den man bekommt, wenn man über Ausgleichsenergie doch noch einen Ausgleich tatsächlich der Energiemengen hinbekommt. Die Ausgleichsenergie ist praktisch das, was physisch bestellt wurde im Sinne von Regelenergie zum Ausgleich von Schwankungen. Dann im Nachhinein eben abrechnungstechnisch, bilanztechnisch, das ist dann die Ausgleichsenergie. Dafür gibt es den REBAP, den Preis, der da praktisch angewendet wird. Und es ist jetzt so, dass es hier die Regelung gibt, wenn in einer Viertelstunde der Saldo des gesamten deutschen Netzregelverbundes mehr als 80% der ja angebotenen Regelleistung ausweist, wenn also mehr als 80% der angebotenen Regelleistung abgerufen wird, so könnte man es sagen, in eine bestimmte Richtung, also Überdeckung oder Unterdeckung, dann wird der REBAP um 50%, mindestens jedoch 100 Euro pro Megawattstunde angeglichen. Das heißt, in der Vergangenheit war es so, dass dieser REBAP angepasst wurde, wenn der Abruf auch tatsächlich stattgefunden hat. Und jetzt ist es praktisch schon allein der Saldo, also allein praktisch, man könnte schon sagen, die Zuordnung, die Bemessung, ja, hey, wir wollen das so tun, reicht schon aus, damit der Regelzonenenergiepreis, der Ausgleichspreis, angepasst wird, um eben diese 50%, aber mindestens 100 Euro pro Megawattstunde. Was bedeutet das ganz konkret und einfach zusammengefasst? Es bedeutet, wenn tatsächlich die Vorabprognose nicht so ordentlich war und deswegen über diese 80% der angebotenen Regelleistung auch tatsächlich jetzt hier schon prognostiziert wird, also wenn die wahrscheinlich notwendig sein wird, dann wird der Ausgleichspreis in einer negativen Form angepasst. Das heißt, es kostet mich dann noch mehr, diese Ausgleichsenergie in Anspruch zu nehmen. Der Sinn und Zweck ist natürlich, dass ein Bilanzkreisverantwortlicher dafür sorgt, und zwar so früh wie nur möglich dafür sorgt, dass er genau die richtigen Mengen prognostiziert, anmeldet und dementsprechend auch bestellt und dass dementsprechend das Stromnetz von vornherein möglichst sicher und zukunftsorientiert gefahren wird und eben diese Ideen von Marktmanipulation möglichst nicht stattfindet, weil es dafür praktisch finanzielle Anreize gibt, das nicht zu tun. Das läuft schlussendlich darauf hinaus, dass jetzt dieser angepasste REBAP auch entsprechend veröffentlicht werden muss und auch diese 15-Minuten-Werte, also diese Viertelstunden, in denen diese 80%-Hürde überschritten ist, muss entsprechend veröffentlicht werden. Dafür gibt es zum Beispiel regelleistung.net, das ist so eine gemeinsame Plattform der Übertragungsnetzbetreiber. Das war der Beschluss BK 6.19.217. Es gibt noch einen. Und zwar BK6-19-218. Der ist jetzt nochmal ganz interessant. Da geht es um RLM-Werte, also um registrierende Lastgangmessung. Das heißt, die Lastgangmessungen, die 15-Minuten-Werte, die schon tatsächlich auch in der Vergangenheit und heute ohne Smart Metering live ausgelesen werden. Also wo man praktisch für jede Viertelstunde über zum Beispiel eine UMTS-Verbindung eine Zählerfernauslesung macht. Das sind vor allem die großen Verbraucher, Industrieverbraucher und sowas. Diese Werte müssen in der Zukunft auch an den Übertragungsnetzbetreiber geschickt werden. Das hatte ich schon mal angedeutet, auch in meinen Videos zum Übertragungsnetzbetreiber. Das war schon mal angedeutet über diese Sofortmaßnahme. Jetzt ist es beschlossen worden, dass praktisch zum 1. April nächsten Jahres, 1. April 2020, die RLM-Energiedaten am nachfolgenden Tag auch an den Übertragungsnetzbetreiber geschickt werden
müssen. Dafür gibt es nochmal Anpassungen von der WIM, von der MABIS und von der GPKE. Das sind die drei entscheidenden Prozessdokumente und Vorgaben, die jetzt auch den ÜNB hier betreffen. Und das kann man relativ einfach zusammenfassen. In der WIM wird die Tabelle Darstellung der zu übermittelnden Werte angepasst, weil dort praktisch bei den RLM-Werten der Marktlokation jetzt einfach der ÜNB mit als Empfänger festgelegt wird. Mehr ist da nicht geändert worden. In der MABIS gibt es einen neuen Prozess namens Übermittlung Netzgangzeitreihe. Nicht zu verwechseln mit der Netzzeitreihe. Es geht jetzt um die Netzgangzeitreihe. Das ist ein neuer Prozess, der im Großen und Ganzen sagt, dass der verantwortliche Netzbetreiber seinem benachbarten Netzbetreiber und dem Übertragungsnetzbetreiber die Netzgangzeitreihe übersenden muss. Das sind praktisch die Energiemengen der RLM-Werte und zwar werktäglich für den Vortag bis 12 Uhr. Das heißt, die RLM-Werte von heute müssen bis morgen 12 Uhr an den ÜNB übertragen werden. Wenn Messwerte nicht vorliegen, erfolgt eine Abstimmung zwischen dem verantwortlichen Netzbetreiber und dem Übertragungsnetzbetreiber. Das heißt, wenn die Werte nicht da sind, muss es eine manuelle Fehlerklärung geben, die auch irgendjemand dann natürlich machen muss. Und in der GPKE gibt es noch die Anpassung bei der Stammdatensynchronisation. Das ist ja der auch neue Prozess der MAKO 2020, bei welchem eine ständige Synchronisation der Stammdaten zwischen Lieferanten, Netzbetreiber und Übertragungsnetzbetreiber stattfinden. Und hier gibt es die Anpassung, dass der Übertragungsnetzbetreiber die Daten nicht nur bekommt, wenn er die Aggregationsverantwortungsübergabe für intelligente Messsysteme bekommen hat, sondern eben auch für alle RLM-Marktlokationen. Das heißt, wenn eine Marktlokation eine registrierende Lastgangmessung hat, ein RLM-Kunde, dann werden die Stammdaten dazu auch dem Übertragungsnetzbetreiber übersendet. Und dementsprechend gibt es hier eine Weiterleitung an den ÜNB, nicht nur bei der Aggregationsverantwortungsübergabe, sondern eben auch, wenn es eine RLM. Jetzt ist mir tatsächlich an einer Stelle hier das Video abgeraucht. Ich habe vermutlich gerade noch sagen können, dass das ist also die Änderungen an der Stammdatensynchronisation in der GBKE waren. Das waren also insgesamt die drei Änderungen über diesen letzten Beschluss, der praktische WIM, MABIS und GBKE nochmal angepasst hat, rund um RLM-Werte, die es eben auch an den ÜNB grundsätzlich gehen sollen, ab dem 1. April 2020. Und das ist jetzt also alles, was am 11. Dezember 2019 beschlossen wurde von der Bundesnetzagentur. Es geht dort einerseits um den Bilanzkreisausgleich. Es geht um die Berechnung des REBAP, des Ausgleichsenergiepreises. Und es geht um die Übertragung der RLM-Werte für den Übertragungsnetzbetreiber. Das hat die BNetzA kürzlich beschlossen. Und ich habe das mal versucht, möglichst greifbar zusammenzufassen. Habt ihr irgendwelche Fragen zu diesen angepassten Dokumenten oder zu den Prozessen, dann schreibt die einfach unten in die Kommentare. Ansonsten gebt diesem Video bitte einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und hier seht ihr jetzt noch die vorhin mal angesprochenen anderen Videos. ÜNB und Bilanzkreisausgleich sind dort unter anderem Thema. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert.